jetzt das Heute-Journal. Mit Gundula Gause und Klaus Kleber. Guten Abend. Man muss nicht Vegetarier sein, um kaltes Grauen zu spüren, wenn man erfährt, was in manchen deutschen Ställen und Aufzuchtbetrieben vor sich geht, damit der Warenstrom in die Supermärkte nie abreißt. Dort gibt es Rekordmengen, rekordbilliges Fleisch. Der erbarmungslose Preiswettbewerb hat die Gewinnspannen auf ein paar Euro pro aufgezogenes Schwein zusammengepresst. Das züchtet eine Fleischindustrie, in der das Tier kaum noch Platz hat. Und Verantwortung des Menschen für die Schöpfung erst recht nicht. Jetzt haben Behörden in Sachsen-Anhalt besonders drastische Missstände amtlich festgestellt. Einem der größten Betriebe Europas droht Stilllegung. Unsere Kollegen in Sachsen-Anhalt und von Frontal 21 recherchieren schon länger zu diesem drastischen Fall. Er könnte die Tierhaltung generell verändern. Christian Rode und Sandra Theis berichten. In seinen Hallen züchtet und mästet er Hunderttausende Schweine. Das Fleisch seiner Tiere essen Millionen Deutsche. Adrianus Stratov. Die Branche nennt ihn den Schweinebaron. Selten lässt er Kamerateams in seine Ställe. Und wenn, dann präsentiert er niedliche Ferkel auf Sägespänen und unter Wärmelampe. Für uns ist es eigentlich egal, ob das wir ein Schwein haben oder 20.000 oder vielleicht 100.000. Wir müssen die Voraussetzungen schaffen, dass unsere Mitarbeiter ganz systematisch das alles schaffen, dass unsere Stallanlagen in Ordnung sind, dass die Klimaanlagen in Ordnung sind und damit sicher sind, dass es unseren Tieren gut geht. Und ich denke, dass wir, oder ich kann sagen, unseren Tieren geht's gut. Wirklich? Immer wieder haben Tierschützer in Stratovs Ställen gefilmt. Ihre Bilder dokumentieren schlimme hygienische Zustände, verletzte Tiere, tote Ferkel und damit nicht genug. In deutschen Schweinezuchten werden schwache, aber an sich überlebensfähige Ferkel immer wieder illegal getötet, durch Schlagen auf den Boden oder gegen Boxenwände. Und auch das wurde in drei verschiedenen Strathofbetrieben nachgewiesen, dass das dort gängige Praxis ist. Dass sich die Tierschützer für eine Welt ohne Fleischkonsum einsetzen, angesichts solcher Bilder, nachvollziehbar. Seit Jahren haben die Behörden Stratovs Anlagen im Visier. Jetzt hat der Landkreis Jerichower Land als letztes Mittel ein Tierhaltungsverbot gegen den Schweinezüchter verhängt. Dem ZDF liegt der Bescheid gegen Stratov vor. Die Liste der Vorwürfe ist lang. Unter anderem nicht tierschutzgerechtes Töten von Ferkeln und Qualzucht. Es gab einige Sanktionsmechanismen, die aber allesamt nicht gefruchtet haben. Bei erneuten Kontrollen wurden wiederum Verstöße genauso heftig festgestellt wie auch vorher, sodass wir jetzt gezwungen sind, diesen Schritt zu ergreifen. Gegen das Tierhaltungsverbot wehrt sich Stratov vor Gericht. Kein Wunder, es könnte das Ende seiner Geschäfte sein. Den Vorwurf, er habe systematisch gegen Tierschutzgesetze verstoßen, weist er zurück. Schriftlich teilt er uns mit: Unsere Anwälte haben bereits festgestellt, dass die Vorwürfe des Landkreises fachlich und rechtlich nicht haltbar sind. Der Streit vor Gericht kann Jahre dauern. Für die Grünen steht schon jetzt fest: Dieser Bescheid ist eine Zäsur in der Tierhaltung und wird auch eine bundesweite Signalwirkung haben. Schweinehalter ähnlicher Größe und auch ähnlicher Einstellung zu den Tieren wie Stratov müssen jetzt befürchten, dass ihren tierschutzwidrigen Verhalten auch ein Ende gesetzt wird. Für die Schweine ändert sich erstmal vermutlich wenig. Sollten die Gerichte das Tierhaltungsverbot gegen Stratov bestätigen, könnte sich bei der Tierhaltung in Deutschland wirklich etwas ändern. Auf heute.de finden Sie unter anderem eine Dokumentation, die hinter die Kulissen moderner Fleischfabriken blickt und Einblicke in die Tierproduktion gewährt.